Schaut euch das mal an. Geil, oder? Geilo. Und ich drücke A, wie das Banner. Was von der alten Lady erhalten haben, das ist wichtig. Wer? Wie die fliegen. Geilo. Und jetzt sind wir in einem hexenähnlichen Bauerndorf der Untoten, genau, Untotensiedlung. Leuchtfeuer entzündet. Setzen wir mal kurz hin. Falls ich verrecke, und das kann ziemlich wahrscheinlich passieren, dass ich dort wieder blöd werde, wir wiederkommen in das Game. Das habe ich am besten in Erinnerung. Das hat sich so fest in meinen Kopf reingefressen. Genau, wieder so Waggons wie in Dark Souls, ja schon, wie in Bloodborne-Style. I like. Hunde sind auch wieder hier am Start. Was? Ach, die Hunde, genau, die Hunde killen sogar die anderen. Ja, Hunde sind jetzt nicht mehr so wild, ne? Haben wir ja im letzten Part einen Riesenhund in Eisrüstung besiegt. Ich habe auf jeden Fall eine ganz spezielle Waffe für diesen Run im Kopf. Das war nämlich auch bei meinem ersten Durchspielen von Dark Souls 3 2000. Wann ist das rausgekommen? 2016, 17? Oder noch früher? Auf jeden Fall, da habe ich es damals mit einer Eiswaffe durchgespielt. Mit einem Breitschwert mit Eis. Und die Waffe hat mir so gut gefallen, die habe ich dann irgendwann abgelegt, weil ich mal was anderes spielen wollte. Aber diesmal will ich diese Waffe spielen, deswegen werde ich die auch spielen. Freue mich drauf. So, und hier ist der Typ, den ich gemeint hatte, den ich ganz halt im Feuerbandschrein gesucht habe. Ach komm. Da ist er. Oder? Nee, der nicht. Der hier? Grant me death Oder der hier? undo my shackles Ah, der da hinten. oh to buy some upset. Oh I should buy your Ich hoffe, lange treue Alt. Genau. Und ich glaube, dass er das ist, den ich jetzt suche. Die ganze Zeit. Oh, nochmal so ein Drache unten. Geil. Oh Mann, da kann man ja gar nicht mal hin. Trotzdem schaut so geil aus. Dieser Überweg hier. Heimatknochen in den Knochen rein geheimatet. Na, ich würde sagen, damit die Kills hier nicht umsonst waren. Sorry. Werde ich erstmal versuchen, zum nächsten Leuchtfeuer zu gelangen. Ach, so schön. Oh, da ist ja schon das erste Leuchtfeuer. Schauen wir uns mal um.
Ja, genau, mit der Mistgabel. Ah ja, mit der Mistgabel ist ziemlich heftig. Und anscheinend sind alle verflucht, denn die werden mit der Zeit zu diesen astdurchwachsenen kleinen toten Wesen. Das hier ist auch eine Figur, oder? Ja, irgendein Gegner. Mensch. Whatever, whatever, ever. Ah, ja, genau. Die Kleinen. Sie kriege ich gut kaputt. Also da ist die Axt auf jeden Fall eine gute Waffe. Ja, genau, die große Hexe am Lagerfeuer. Okay, gut. Konnte man? Genau, da oben gibt es ja noch was. Ich bin der Meinung, das könnte von Interesse sein, was da oben hängt. Ich glaube sogar, es könnte ein Estus-Splitter sein. War das nicht irgendwas ganz Wichtiges? Sonst hätte ich es doch nicht mehr so im Kopf. Knochen von Lorette. Ich gehe nochmal kurz hoch und schaue mir es genauer an, diesen Balkon. In Erinnerung habe ich, dass jetzt wieder ein Gegner auf mich lauert dort oben. Und zwar so ein langer. Vielleicht auch wieder mit einer Mistgabel. Werde ich ja gleich sehen. Oh, tatsächlich. Reparaturpulver. Nee, ja. Ob diese Knochen von Relevanz sind, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch da dann irgend so ein Splitter. Ich habe in Erinnerung, dass hier ein Splitter war. Für den Estus. Hoppala. Cool. Ja, leider habe ich mir keinen Pfeil und Bogen gekauft. Das sollte man eigentlich schon machen. Immer für den Fall der Fälle, dass man Pfeil und Bogen dabei hat. Oh Mist. Die Hexe. Oh, Blutschaden macht die. Will mich zum Bluten bringen. Oh, Zauberei. Mist. Mann. Au! Boah! Wollte sie mich kuscheln? Oh, sie staggert nicht! Blutverlust. Ich habe meine menschliche Form verloren durch die alte. So wie im echten Leben. Na, Mann. Und? Sie liegen dort irgendwo mitten im Nirgendwo meine Seelen. Ist weg. Komme ich gar nicht durch.
Es fällt mir gerade was auf. Was heißt, es fällt mir auf? Es ist halt, es tut weh. Und zwar, meine Augenbrauen tun gerade total weh und ich weiß nicht warum. Als ob ich total verkrampft geschaut hätte seit einer Stunde. Und die tun mir einfach weh. Ich habe wie Muskelkater in den Augenbrauen. Wusste nicht, dass sowas geht. Ah, gut. Diesmal kriege ich nichts zum Explodieren. Okay, es hat sich schon aktiviert. Boah, Schatz. Wow. Mann, shit. Eigentlich noch hier lieber mein Zeug einsammeln. Jetzt kommt der Shit wieder. Ach, Blutverlust war das genau. Da muss ich aufpassen. Mann. Das ist wieder der Fall, weil ich so zögerlich vorgehe. Und jetzt gehe ich so dumm vor, ich hier schon gut aufs Mal. Von einem Missgabe, Mann. Oh Typ, du hast so einen schnellen Angriff, das nervt so brutal. Jetzt habe ich die Explosionsfass natürlich nicht getroffen. Also nur kurze Info, man müsste jetzt diese Hexe gar nicht töten in dem Moment, man könnte jetzt auch einfach vorbeilaufen. Aber ich will sie umbringen. Ich will sie besiegen.
Wie sie halt gar nicht damit aufhört. Die Dinger verursachen Blutverluste. Wie soll ich das genau jetzt beurteilen? Weg! Mann! So ein kleiner Typ wie, der kann so stressen. Oh, danke. Danke, danke, danke. Ach, von ihr kriege ich gar keinen Gegenstand, dann muss es das hier sein. Beste Scherbe, jawohl. Also, die Leute, die keinen Bock auf sie haben, einfach vorbei durchrennen. Beste Scherbe einsacken. Eine Glut ist auch sinnvoll, ist immer gut. Eine Glut ist gut. Brunnen anschauen, reinschauen, weitergehen. Den Hampelmann. So, ich kann jetzt dadurch. Ist ja noch eine Möglichkeit, irgendwas zu entdecken. Oder dadurch. Oh, die Mistgabelgegner, die sind ja so nervig, Wahnsinn. Da lang oder da lang? Heavy Hardcore heftig, Heavy Hardcore heftig, viel Auswahl. Weiß, dass die Käfige auch leben können. Ja. Wow. Wow. Eine Metallier und das hier ist. Genau, Essus-Suppe, die füllt mein Leben einmal auf. Das ist zweimal passiert. Mann, hab ich's verkackt. Das gibt's doch nicht. Was hat denn die Axt für eine Reichweite? Gar keine. Was hat der? Eine Peitsche? Der hat auf jeden Fall rote Augen. Hätte das mehr Leben als sonst und war ein bisschen stärker, vermute ich mal. Sehr gut. Es ist halt nicht alles schlecht, was jetzt gerade passiert. Das ist eigentlich echt okay.
kommt schon wieder der Zauber auf mich zugeflogen. Mann, die können so schnell angreifen. Das nervt mit den Mistgabeln, Mensch. Da habe ich einen Dusel. Was ist hier los? Hammer. Er hat einen Hammer. Alter, als ob. Nichts zum Heilen da, ne? Nichts, was mich ein bisschen upgradet. Eine Menschlichkeit, also eine Blut will ich jetzt nicht verschwenden. Na, lieber nicht. Das packen wir uns mal, dass wir da zurückkommen können. Okay. Da ist nämlich das Leuchtfeuer und hier gibt es ein Funkel-Titanit-Würmchen. Alter, wie das gerade geklungen hat. Scharfe Edelstein. So, wir reisen gleich zum Feuerbandschrein. Jetzt möchte ich nachsehen, ob da der Typ ist. Also. Oh, our champion, this and I know. Wahre Stärke, Gegenstand kaufen. Then shall we begin? Bearer. Genau, bei dem kann man jetzt, glaube ich, fünfmal kostenlos ein Level aufsteigen. Das sollte man noch machen. Ja, wo gehen wir jetzt drauf? Ne? Geschicklichkeit wollten wir eigentlich haben, aber Stärke wäre auch nicht schlecht. Und Stärke bringt auch nicht so viel Mist. Belastbarkeit. Jetzt wollen wir mal Geschicklichkeit und Stärke, Belastbarkeit, Vitalität. As I have said, alas, the magic, but I can. Perhaps I'm a we pilgrims of Londor, but those as I alas, but I we pilgrims though. Be safe, so. Champion of Ash. Und jetzt folgendes, ihr habt ja gerade gesehen, ich bin Level aufgestiegen und der hat aber mir das nicht mehr angeboten. Aber ich habe ja davon gesprochen, dass es fünfmal geht, wenn das fünfmal ist. Schaut zu, dass ihr keine Menschlichkeit habt, oben links aktiviert. Und dann könnt ihr euch nämlich jetzt hier umbringen. Ihr geht dann, springt hier von der Klippe oder keine Ahnung, was ihr machen möchtet.
So bekommt er immer. Bis zu fünfmal halt diese Möglichkeit. Nee, dann level ich mich gar nicht hier mit auf. Schau hier nochmal zu alten. Okay. Gegenstand verkaufen, was soll ich denn zum Verkaufen? Ja, mit dem Boss sehen, da würde ich auf jeden Fall warten, nicht verkaufen. Wie ihr seht, die bringen 2000 Seelen, das ist jetzt schon nicht mehr viel. Und auch später im Spielverlauf bringen die mal vielleicht 20.000 oder 30.000, 40.000, das ist dann auch nicht mehr viel. Nicht verkaufen, lasst euch die einfach irgendwo im Inventar vergammeln. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir dann daraus Superwaffen herstellen können. Das ist eigentlich ganz cool, kann man ein bisschen mal ausprobieren, schauen. Das ist ganz, ganz eine pfiffige Sache. Mir gefällt das. So, die kann ich sogar verstärken. Ah, die verstärke ich auch, weil ich noch ein bisschen mit der spielen werde. Jo. Den Splitter gleich eingelöst hier beim Typen. Jetzt haben wir schon 7 Stück, man verkrasst. Pretty, be careful. Den können wir auch nochmal sprechen. So, jetzt möchte ich meine Seelen ausgeben. Und das mache ich gleich beim Typen, weil wenn wir jetzt dann 5-mal gestorben sind oder irgendwann von selber, wird der auf jeden Fall sterben. Dann kommen wir an das ganze Zeug nicht mehr ran. Ja, die 2 hier brauchen wir noch. Be safe. Du solltest be safe sein. Be safe, he said. He's a wise man. In a unhold world. Da habe ich mich da nicht ans Zeug beigesetzt. Muss mich noch hinsetzen, weil sonst werde ich wieder in der letzten Welt gespawnt. Dann muss ich mich hier hinreißen und dann nochmal den Shit machen. So, hier geht's rauf. 3000 Seelen habe ich noch. Ah, jetzt muss es wieder laden. So, und das Wichtigste beim Sprung, ich bereue nichts. Wow. Tot. Was, er killt sich absichtlich? Ja genau, damit wir wieder hier ein Level aufsteigen können. Oh, I would... Okay, anscheinend habe ich was übersehen. War das nicht so gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich dachte, es wäre so gewesen, dass man hier dann runtergesprungen ist und dann konnte man nochmal ein Level aufsteigen. Vielleicht war das auch ein Bug, der jetzt gefixt wurde nach so vielen Jahren. Ja, da werde ich mir auf jeden Fall nochmal eine Information einholen, dass ich da das richtig stellen kann. Wie auch immer. So. Dann sind wir wieder hier in der Welt.
Mit wunderbaren, wunderbaren 3140 Seelen. Es gibt die Möglichkeit, hier entlang zu laufen. Oder über die Brücke. Oder wieder hier hoch. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal hier hoch und killen die Hexe noch. Mit der haben wir ja noch den Kampf offen, die haben wir noch gar nicht erlegt. Das geht natürlich mal gar nicht. Nisch, nisch geht das. Ah, super. Ach, komm weg! Boah, zwiebelt die mir einen rein, ey. Ich hab Blutverlust. Wabbel, 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 wabbel. Eine Titanitschere. Okay. Da würde ich auch noch gerne rüberlaufen. Hier ist Leuchtfeuer. Dann sollte ich das doch einfach mal riskieren. Oh. Oh nein. Oh, er ist heftig. So. Oh, große Seele, dann ist irgendwas. Zum Glück bin ich so gelaufen, dass ich alle Gegner aktiviert habe. Das wäre nämlich echt schade gewesen, wenn das nicht so gewesen wäre. Mann, die können alle schneller zuschlagen als ich. So, vorsichtig. Ja, Arbeiterhut, sehr gut. Aber Hinterhalt wird hier absolut groß geschrieben. Er hat ein großes Schwert, zwei Hände. Das war unverwundbar. Und hier kann ich die Tür öffnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha. Ich hab's überlebt, ich hab's überlebt. Okay. Wow, 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 wow. Wow. Mal sehen, wie ich da hochkomme.
An der Seite glaube ich nicht. Kleiner Mann mit Zauberwichtelhut. Also muss er da irgendwie hochkommen. Wie komme ich da hoch? Feuerklauen, irgendwas. Erhöht Feuerangriffe auf Kosten der Schadensminderung. So, also ich kann jetzt gerade nicht erkennen, wo hier der Weg dafür ist. Vielleicht von dort hinten. Vielleicht kann man da auch gar nicht hoch. Das wäre untypisch. Vielleicht da unten durch, dass man dann eine Treppe hochklettern kann. Eine Leiter. Das kann ich mir noch vorstellen. Ob ich den Sprung überlebe, weiß ich nicht. Also ich habe keine Heilung mehr und ich habe nicht mehr viel Leben. Ah, Leuchtfeuer, das gibt's doch gar nicht. Jetzt fühlt sich schon an, als würde ich das zum ersten Mal durchspielen. Mit irgendwo mal zugesehen. Gefühl. Weil man ist einfach so lange im Postgame, also was heißt Postgame, aber ja, DLC ist sehr lange, man spielt allgemein sehr lange das Ende der Geschichte oder den späteren Mittelteil. Ist alles passiert, ist halt so bombastisch, dass man viele Sachen von hier vergisst. Kann sich kaum daran erinnern und es ist einfach wie ein neues Spiel. Und ich finde ganz ehrlich, die Grafik ist ja heute noch mega bombastisch. Aha. Welcome. I am a crow. But here. I hear. You be well, then. Most. Der ist jetzt auch im Schrein. Romantie. Klingt doch super. Wie wichtig das jetzt war, um den Pyromantie-Typen zu finden. Aber ich leider keinen Pfeil und Bogen, ne? Verdammt nochmal. Habe ich keinen? Habe ich wirklich keinen? Armbrust hätte ich, ne? Aber damit kann ich nicht so rumzielen. Doch, Pfeil und Bogen. Aber zu wenig Geschicklichkeit. Ja, okay, allein deswegen sollte ich das dann auf upgraden. Schnippels. Du hast es mir gegeben, er hat es mir gegeben. Schon wieder hat es mir gegeben. Jetzt habe ich es ihm gegeben.
In die Arschbacke. Genau, da ist noch ein Zauberer-Typ. Oh, irgendwas. Wesen. Hier sind noch ein paar Gegner. Der Hund sogar. Okay, krass. Doppelhundangriff. Gott! Der mit seinem dummen Hammer. Mann, dass man immer dann mit einer langsamen Waffe angreift, das gibt's doch jetzt nicht. Spinn ich denn wohl? Wahnsinn. Zu einfache Gegner, die beiden, und ich komme da voll in die Bredouille. Aber die kombinieren sich auch gut, die Gegner. Eher Langangriff, eher Kurzangriff. Zusammen sind die voll stark. Ah, hier bin ich wieder. Okay, dich kenne ich. Oh, so war ein schöner Kampf. Wenn du nicht deinen komischen schwarzen Büffel aus Teile rumwirbeln lässt, dann ist es eigentlich echt super angenehm. Au! Okay, er kann es werfen. Jetzt hat er eine Säge. Er war offensichtlich beim Obi. Hat sich eine Säge gekauft. Wow. Gut. Der war ein sehr starker Krieger. Ah, oh Mist, denn ich dachte, ich kriege ihn noch vorher. Good night.
I hope you sleep very well, my friend. Gott. Für ein Köderschädel. In welcher Welt ist denn das relevant, ne? Eigentlich gar nicht. Das ist ein NPC. Den kann man töten. Der ist aber krass. Jetzt auch mal eine Glut. Ich glaube, jetzt kann ich mit dem quatschen. Und es gibt nämlich einen Boss, den ich eigentlich die ganze Zeit suche. Jetzt chillt er einfach. Ach doch, hier kann ich öffnen. Schau an. Okay. Lässt sich von der Seite nicht öffnen. Hier jetzt runter zu gehen, ist sehr gefährlich. Also die. Oh. Okay, die gehen dann auf das Ding rauf. Ich glaube, die Ratten droppen auch relativ häufig Menschlichkeit. Also Glut. Oh, da kommt eine riesen Mama-Ratte, oder? Deswegen ist gegen Blutungsschaden, ist auch mega. Verschlossen. Er ist super durchgekommen. Klasse. Schauen wir mal kurz. Jetzt habe ich schon 4 Stück an. Das versteckt permanent maximale Energie mehr Seele. Gut, dann mal den Shortcut. Prima. Da sind wir wieder im Kreis. So, mein Plan ist es, sich jetzt irgendwie ans Leuchtfeuer hinzuhocken und dann
einen bestimmten Boss zu machen, wo ich dann das Schwert bekomme, was ich eigentlich haben möchte. Schauen wir mal. Oder lebt sogar noch ein Gegner? Cranky Hanky. Ach, weißt du was? Ich aktiviere die Fähigkeit des Heimkehrknochens. Wo ist er? Wollwandschrein.